Manchmal fragen mich meine Kinder, wann kommt Jesus endlich wieder? Das dauert so lange. Vor einiger Zeit hat mich mein Sohn Elia, 3 Jahre alt, gefragt, vielleicht kommt der Jesus heute wieder. Und ich habe ihn dann auch gefragt, Elia, worauf freust du dich am meisten, wenn du an die neue Erde denkst? Was meint ihr? Was hat er geantwortet? Auf die Schokolade. Aber ich glaube, dort auf der neuen Erde wird es bessere Dinge geben als Schokolade. Aber für das Kind ja, ist Schokolade das oft das Nonplusultra. Worauf freust du dich am meisten, wenn du an die neue Erde denkst? Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine unglaubliche Reise auf die neue Erde. Und ich möchte Gott einladen, dass er heute zu uns redet. Und dass, wenn wir heute das Wort Gottes studieren und den Geist der Weissagung, dass uns Gott dieses große Bild malt, das wir heute angesprochen und verändert diesen Ort verlassen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Jesus Christus, ich lade dich ein, dass du deine Verheißung erfüllst aus Jeremia 1, Vers 9, dass du deine Worte hier und jetzt in meinen Mund legst. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 7, Vers 17. Offenbarung 7, Vers 17. Offenbarung 7, 17. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es scheint so, als ob sich das Universum auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet. Wir wissen, dass das neue Jerusalem durch den Orionnebel hier auf diese Erde kommen wird. Und dort im Orionnebel passiert etwas Spannendes. Es gibt da so einen gigantischen Hohlraum, so einen Eingang, der ist ungefähr 230 Billionen Kilometer breit, hat also so einen Durchmesser. Und in diesem Orionnebel, dort erleben wir ungefähr schon seit 2008, dass sich etwas verändert. Also bis 2008 hat sich das Licht dort um das 35-fache, die Helligkeit, multipliziert. Und ich frage mich, was ist wohl dort hinter dem Orionnebel? Wir werden ja so 7 Tage unterwegs sein. Und ich frage mich, was werden wir erleben dort hinter, wenn wir dort hindurchfliegen, dann auf die neue Erde, beziehungsweise in den Himmel. Ich möchte euch heute mitnehmen auf diese Reise. Und ich frage mich heute, wie wird der Himmel sein? Was erwartet uns im Himmel? Wie werden wir leben? Was machen wir überhaupt eine Ewigkeit im Himmel? Und worauf können wir uns am meisten freuen? Die Grundlage ist heute die Bibel und Ellen White und ich muss sagen, das ist so mein Lieblingsthema. Warum? Weil das unsere größte Hoffnung ist, unsere größte Freude und das Beste, was uns jemals passieren kann, endlich bei Jesus zu sein im Himmel und dann später auf der neuen Erde. Bist du bereit? Wollen wir uns anschnallen? Okay, dann geht's los. Offenbarung 21, Vers 1. Wir starten. Offenbarung 21, Vers 1. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Der Himmel ist ein realer Ort mit realen Menschen und realen Aktivitäten. In Offenbarung 21, Verse 2 und 3 geht es so weiter. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei dem Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die heilige Stadt kommt vom Himmel herunter auf die neue Erde. Gott kommt, um bei seinem Volk zu wohnen. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Sonne im Solarsystem dreht sich um das Zentrum der Milchstraße. Es gibt viele Planetensysteme mit Sternen und Galaxien. Diese alle drehen sich um ein kosmisches Zentrum. Was ist dieses Zentrum? Es ist der Thron Gottes. Von dort steuert Gott alles. Er sagt zur Sonne, geh auf, sie geht auf. Er sagt, geh unter, sie steigt herab. Er sagt zum Meer bis hierhin und nicht weiter. Das Meer gehorcht. Gott lässt Nationen aufstehen und wieder absteigen. Und dieses
Dieser Thron Gottes wird versetzt, er zieht um. Dieses kosmische Zentrum kommt wohin? Hier, auf unsere Erde, auf diesen sündigen Planeten. Und ich frage mich, wie ist das möglich? Warum? Ich meine, das ist dieses einzige Sandkorn, das in Rebellion ist, im gesamten Universum, und Gott zieht um sein kosmisches Zentrum hier auf diesem Planeten Erde. Warum? Weil er gerne dein Nachbar sein möchte. Weil du so einzigartig, wertvoll und besonders bist. Und weil Gott eine besondere Beziehung zu dir hat, weil Jesus Christus für dich gestorben ist. Ich frage mich, was wird das für ein gewaltiger Umzug sein, oder? Wenn Gott umzieht, hier auf diese Erde. Offenbarung 21, Verse 12 bis 16. Offenbarung 21, Verse 12 bis 16. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel. Und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels, von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen, und die Stadt bildete ein Viereck und ihre Länge ist so groß auch wie ihre Breite. Und er maß mit dem Rohr auf wie viele Stadien? Auf 12.000. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Eines Tages wird das neue Jerusalem herunterkommen und ich frage mich, was hat das für eine Dimension? Wir haben hier einmal die Form, das ist ein Quadrat, oder? Und dann haben wir die Seitenlänge. Die ist wahrscheinlich, je nachdem, wie wir es jetzt berechnen, um die 2200 Kilometer lang. Ziemlich lang, oder? Das ist von die Entfernung von Berlin bis nach Madrid. Also so breit ist das neue Jerusalem, 2200 Kilometer, und auch so hoch ist das neue Jerusalem. Unglaublich, oder? Wie viele Menschen passen da hinein? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sind es um die 600.000 Stockwerke. Ziemlich viel, oder? Und dann, bevor wir dort hineinkommen, wird Jesus Christus uns persönlich Kronen auf unsere Häupter setzen. Wir erhalten Siegespalmen und glänzende Harfen. Offenbarung 21, Vers 21. Und die 12 Tore waren 12, was? Perlen. Jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Gott ist für Schmuck. Aber nicht für den Schmuck, den wir uns selber anlegen, sondern für den Schmuck, den er erschafft. Das ist ein großer, gewaltiger Unterschied. Und diesen Schmuck, den er uns schenkt, seinen Charakter, hier das neue Jerusalem, dort sehen wir die Tore, die sind aus Perlen. Hast du schon mal so eine große Perle gesehen? Also wo Menschen hindurchgehen können? Nach meinen Recherchen ist die größte Perle der Welt, die wurde in Palawan auf den Philippinen gefunden, schon einige Zeit her, 2006, und die wiegt um die 34 Kilogramm und ist an die 100 Millionen Euro wert. Und jetzt frage ich mich, warum erschafft Gott so große Perlen? Warum ist da alles voller Gold? Ich habe eine Antwort für mich gefunden, weil du so wertvoll bist und weil Jesus dich so sehr liebt. Und er möchte dir gerne eine Freude machen. Und deswegen dieser Schmuck, eigentlich diese Verschwendung, könnten wir sagen. Aber er tut es, um uns glücklich zu machen. Welche Namen tragen die Tore? Was sagt der Text? Die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels, oder? Wer war das nochmal? Ruben, das war ein Ehebrecher. 1. Mose 35, Vers 22. Dann haben wir Simeon und Levi, das waren doch Mörder. Das ist 1. Mose 49, Vers 6. Und ich frage mich, warum stehen ihre Namen auf den Toren? Moment mal, wenn diese Menschen wie Simeon, Levi und Ruben dort nach Jerusalem hineinkommen können, habe ich dann auch eine Chance? Schon, oder? Egal, wie weit ich mich von Gott entfernt habe, egal, wie sehr ich mich versündigt habe, es gibt für jeden Menschen immer eine Möglichkeit, eine neue Chance, einen Neustart, eine Vergebung, wenn der Mensch wieder die Hand Gottes annimmt. Wenn ich auf mich schaue, weiß ich nicht, wie ich erlöst werden kann. Aber wenn ich auf Jesus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Denn Jesus hat noch nie einen Fall verloren. Wenn du dich Jesus Christus anvertraust, dann kannst du gar nicht verloren gehen. Du kannst gar nicht verlieren. Du kannst nur eines Tages mit dabei sein, weil Jesus Christus noch nie einen Fall verloren hat. Welche Körper werden wir haben auf der neuen Erde?
Philipper Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Wie wird dann unser körperlicher Zustand sein? Philipper 3, 20 und 21. Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht ist aber wo? Im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig sein wird, seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Welchen Körper hatte Jesus nach seiner Auferstehung? Was sagt der Text? Einen verherrlichten Körper, oder? Wurde Jesus nach seiner Auferstehung wiedererkannt? Nein, ja, jein? Ja, er wurde wiedererkannt. Von Maria, zum Beispiel Johannes 20, Vers 16, er wurde wiedererkannt. Von den Aposteln, Lukas 24, die Verse 36 bis 43 und dann ab 50. Und er wurde auch erkannt von den Emmaus-Jüngern, Lukas 24, Vers 31. Also werden wir dann im Himmel auch unsere Freunde, unsere Familie wiedererkennen? Und dann müssen wir erstmal suchen, Entschuldigung, bist du, ich suche gerade, wo ist denn? Nein, wir werden unsere Angehörigen, unsere Liebsten wiedererkennen im Himmel. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir alle einen neuen, unsterblichen Körper erhalten. Und ich würde so gerne diesen Moment erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Verwandlung, diesen Moment, wenn Jesus Christus wiederkommt in den Wolken des Himmels, unglaublich, oder? Es wird beschrieben in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 51 und 52. Den Text kennen wir allzu gut. Wir werden unsterblich werden. Und dann frage ich mich, wird das wohl sein, wenn ich zum ersten Mal Adam sehen werde? Ich meine, wenn ich aus, vielleicht noch vorher sterbe, bevor Jesus wiederkommt, vielleicht werde ich auch noch leben, wenn er wiederkommt, ich weiß es nicht. Und dann auf einmal merke ich so, ich habe Muskeln. Also jetzt habe ich ja nicht wirklich Muskeln. Aber dann merke ich, wow. Und dann sehe ich auf einmal Adam vor mir. Dann denke ich so, naja, also meine Muskeln im Vergleich zu seinen Muskeln ist ein großer Unterschied. Und Adam wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein als ich, oder? Ellen White sagt, wir wissen das aus dem Geist der Weissagung, dass Adam ungefähr doppelt so groß war wie wir heute. Das heißt, 3,60 Meter, 4 Meter, sagen wir mal 4 Meter war Adam groß. Das ist also ein Unterschied zwischen dann mir und Adam. 4 Meter ist ziemlich groß, oder? Also es geht ja schon an die Leinwand, würde ich sagen. Plus, minus, großer Mann. Und was wird das für ein Moment sein, wenn wir dann unsere liebsten Angehörigen sehen, wenn sie verwandelt sind? Lieber Ehemann, du glaubst, dass deine Ehefrau heute attraktiv ist, warte bis zu dem Moment der Verwandlung. Dann wirst du sagen, wow. Andersrum können wir das genauso formulieren. Wie groß war Adam, haben wir gesagt. Und jetzt können wir ungefähr hochrechnen, okay, das ist jetzt nicht inspiriert, nicht der Geist der Weissagung, kommt nicht aus der Bibel, das ist einfach eine menschliche, unverbindliche Hochrechnung. Adam könnte vielleicht 700 bis 800 Kilogramm gewogen haben. Ziemlich viel, oder? Seine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit könnte bei 25 bis 30 km/h liegen. Wir sind im Konjunktiv, okay? Das ist alles superlativ, es wird alles noch grandioser und besser. Alles an Adam war perfekt, seine Gesichtszüge waren vollkommen und schön. Er trug keine Kleidung, sondern nur ein Lichtgewand. Ja, werden wir dann fliegen können auf der neuen Erde? Was meint ihr, ja oder nein? Da haben wir einen Hinweis aus dem Geist der Weissagung. Ellen White schreibt hier in einem Zitat, sie sagt, und ich sah die Kleinen emporklimmen oder wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen pflückten. Also hier sieht sie kleine Kinder, die Flügel haben. Ich schlussfolgere für mich, dass wir alle Flügel haben werden und dass wir fliegen können. Was wird das für ein Moment sein, oder? Dann einmal so im Himmel zu schweben und zu fliegen. Wie schnell können wir dann fliegen? Also um überhaupt von A nach B zu kommen im Universum, müssen wir eine gewisse Geschwindigkeit schon erreichen können. Das macht ja keinen Sinn, oder? Sonst brauchen wir Ewigkeiten bis zum nächsten Stern. Dazu später mehr. Also wir haben in Daniel 9, Vers 23 eine interessante Situation. Hier betet Daniel und ein Engel kommt extrem schnell. Und jetzt können wir mal annehmen, wenn er so schnell kommen würde wie Lichtgeschwindigkeit, ist das super schnell. Ja? Daniel 9, Vers 23, Lichtgeschwindigkeit bedeutet ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also das ist
Die Zeit, ja, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und wenn wir so schnell fliegen würden, was ich mir gut persönlich vorstellen kann, würde es bedeuten, dass wir innerhalb von einer Sekunde, Achtung, 7-mal um unsere Erde fliegen können. 7-mal. Ich meine, wir müssen ja irgendwie auch vorwärts kommen, oder? Im Universum. Das ist mega groß. Da gibt es so viel zu entdecken. Jesaja 33, Vers 24. Es geht weiter. Jesaja 33, Vers 24. Jesaja 33, Vers 24. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Hast du dich schon mal schwach gefühlt? Leer, kaputt, müde, Akku geht nicht mehr weiter. Wenn wir auf der neuen Erde sein werden, im Himmel, wird unser Akku, unsere Energie immer voll sein. Es wird der Tag kommen, wo wir alle unsere Krankheiten ablegen können. Die blinden Augen werden geöffnet. Diabetes verschwindet, der Tinnitus im Ohr hört auf. Keine Rückenschmerzen mehr, keine Kopfschmerzen mehr, keine Erkältung mehr, kein Fieber mehr, keine Blähungen mehr, keine Depression mehr, keine Regelschmerzen mehr, keine Schlafstörung mehr, keine Herzattacken mehr, kein Übergewicht mehr, kein Krebs mehr, kein Gips mehr, überhaupt keine Schmerzen mehr. Kein Altern mehr, keine Falten mehr, keine Pickel mehr, kein färbende Haare mehr, kein Make-up, keine Hörgeräte, keine Brillen, keine Zahnspangen, alles ist für immer dann vorbei, was es an den Verwesungsprozess erinnert. Das sind doch gute Nachrichten, oder? Jesaja 35, die Verse 5 und 6. Jesaja 35, die Verse 5 und 6. Und ich liebe hier diesen Text, dieses Bild, was uns die Bibel malt. Jesaja 35, die Verse 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der Lahme wird dann springen wie ein Hirsch. Hast du schon einmal so diese Videos gesehen, die kursieren ja manchmal auf YouTube herum, wo irgendwelche Tiere, die lange eingefercht waren, wieder entlassen werden in die Natur? Wo vielleicht Kühe, die wirklich Wochen, monatelang irgendwo in so einem dunklen Stall ausharren müssen und dann wird die Tür geöffnet und die Kühe rennen raus auf die saftige grüne Wiese. Wusstest du, dass Kühe auch richtig springen können? Also richtig hoch und einmal so wuh, in der Luft, ja, fast waagerecht einen Spagat machen können? Die haben wirklich Energie, die Kühe. Die haben so eine Freude in sich. Und meine Lieben, diese Freude werden wir auch erleben, wenn wir auf der neuen Erde sein werden. Wenn wir Jesus sein können. Und wenn wir diese Lebenskraft, diese Energie haben. Wir freuen uns und wir rennen umher. Unsere Körper werden mit göttlicher Kraft und Energie erfüllt sein. In meinem alten Bezirk als Pastor, da habe ich eine Frau betreut, die war älter, sie war am Sterben, sie hatte Krebs, sie war fühlbar. Und irgendwann hatte sie gesagt, ich möchte gerne noch die Taufe erleben. Sie hatte viel erkannt, sie kam aus einer anderen christlichen Denomination, hatte eine Rekordgeschwindigkeit, haben wir die Bibelstunden dann versucht zu machen, alles war klar, Zehnten, Geisterweissagung, Sabbat sowieso. Und dann wurde sie getauft. Und das war ihr letzter Wunsch, den wir ihr erfüllt haben, kurz bevor sie dann gegangen ist, bevor sie sterben musste. Sie hat mir eines Tages gesagt, Daniel, immer wenn du mich besuchst, ist es so, wie wenn Jesus Christus wiederkommen würde. Ich dachte so, krass, meine, wer bin ich als Mensch, dass sie Jesus in mir sieht. Und ich musste dann einmal stoppen, als dann hinausging. Sie lag dann schon und war wirklich schwach. Dann habe ich dort so ein Foto gesehen von ihr. Da war sie so richtig im Leben. Eine attraktive Frau, 30, 40 Jahre vielleicht auch alt auf diesem Foto. Und sie hat richtig gestrahlt und gelächelt. Und ich habe mich gefragt, wie wird das sein für diese Oma, die Krebs hat, die im Sterben liegt, wenn Jesus Christus sie auferwecken wird. Was wird das für ein Moment für sie sein? Für eine Freude. Mein Freund, egal was du heute durchmachst, in welcher Krise du dich heute auch befindest, vielleicht in einer unheilbaren Krankheit, einer Depression, deine Ehe geht vielleicht kaputt oder in der Kindererziehung läuft nicht alles gut, du hast finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, irgendwelche Krisen im Leben. Und wir alle haben ja Krisen, oder? Kleine und größere. Manchmal fragen wir uns, wie geht es überhaupt weiter? Wie können wir den heutigen Tag überleben? Und es tut so weh. Wir fühlen uns so einsam und so leer und manchmal von Gott so verlassen. Mein Freund, halte durch. Dieses Leid dieser Erde wird vergehen. Und was ist dieses Leid verglichen mit den Jahren im Himmel?
Du leidest vielleicht 20, 30, 50 oder 70 Jahre, aber irgendwann kommen dann Millionen, Billionen, Trillionen Jahre in der Ewigkeit. Ich weiß tief in meinem Herzen, Jesus Christus wird wiederkommen und das Böse wird ausgerottet werden aus seinem Leben. Und dann werden wir bei ihm sein und nie wieder leiden müssen. Offenbarung 22, Vers 2. Es geht weiter, die Reise. Offenbarung 22, Vers 2. Und in der Mitte, zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wovon werden wir essen? Vom Baum des Lebens. Dieser Stamm, oder dieser Baum ist ja aus durchsichtigem Gold. Die Frucht ist herrlich, sieht aus wie Gold und Silber. Und warum essen wir von diesem Baum des Lebens? Ich meine, wir sind doch schon mit dabei, oder? Haben wir nicht schon die Ewigkeit in uns, oder nicht? Zum einen, was wird wiederhergestellt? Es ist die Herrschaft des Menschen, also Gottes ursprünglicher Plan mit uns. Dann die Größe des Menschen, auch der Verstand des Menschen. Wir haben ja gesagt, Adam war ziemlich groß, so bis an die 4 Meter. Unser Gehirngewicht liegt heute bei wie viel? 1,3, 1,5 Kilogramm, richtig? Adams Gehirngewicht war dann um einiges mehr. Unser IQ heute, Durchschnitt, was würdet ihr sagen? Genau, 100, kann man mal so annehmen. Adams IQ wird dann auch um einiges höher sein, oder? Das sind dann Superlative und wir werden dann so viele Möglichkeiten haben. Und das wird wiederhergestellt werden durch den Zugang unter anderem zum Baum des Lebens. Offenbarung 21, Vers 4. Es geht weiter. Offenbarung 21, Vers 4. Ich liebe diesen Text. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kein Tod mehr, keine Trennung mehr in der Familie. Hast du schon mal einmal jemanden verloren, den du überaus geliebt hast? Vielleicht deine Eltern, Kinder, Freunde? Das tut manchmal so weh, oder? Ich als Pastor bin ja bei einigen Beerdigungen, das ist mein Job, aber ich bin dann irgendwie immer so ein bisschen distanziert. Das sind jetzt nicht so die Menschen, mit denen ich, das ist ja nicht meine Familie. Aber wenn ich dann bei der Beerdigung bin, von meinem Opa, von meiner Tante, ist das was ganz anderes. Und irgendwann werde ich selber beerdigt werden, wenn Jesus Christus nicht wiederkommt. Und das ist Realität, das ist Fakt. Das tut so weh, wenn man leiden muss. Ich kann mich noch erinnern an die Beerdigung von meinem Opa, also der Vater von Bernd Halbutzki, Willi Halbutzki. Wir waren dort, meine Oma war überrascht worden durch den Tod von dem Willi. Es war während einer Kreuzfahrt passiert, er ist in der Nacht einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Da war was am Herzen und dann wurde er beerdigt. Der Pastor hat die Ansprache gehalten, wir sind alle hinausgegangen, waren alle in Schwarz gekleidet, am Leiden. Die Oma war am Weinen, musste gestützt werden von meinem Papa, von meinen Onkels. Und während wir dort am Laufen sind, auf einmal merke ich, also wir gehen Richtung Grab, der war offen, ja. Ihr kennt die letzten Worte dann am Grab. Wir laufen alle hinter dem Sarg her. Wenn wir dort lang laufen, höre ich plötzlich, wie jemand in die Hände klatscht. Und diese Person hinter mir fängt an, laut zu rufen, gelobt sei Gott, Halleluja, Amen. Ich dachte so, was ist denn hier los? Also wer freut sich denn hier, dass mein Opa tot ist? Dann drehe ich mich um, dann sehe ich hinter mir Matthias, ein lieber gläubiger Mann, der ein Handicap hat und der nicht mal alles so sortieren kann und einordnen kann, was passiert. Aber Gott liebt diese Menschen. Und dann kommt mein Onkel zu Matthias und sagt zu ihm, weißt du, was du gerade tust, dass du da klatscht und Gott lobst und Gott preist, das passt jetzt nicht zur Beerdigung. Und dann hat der Matthias damit aufgehört. Aber wisst ihr was? Das hat mir zu denken, hat mich das gebracht, hat mich angeregt. Warum? Klar, wir trauern, der Tod tut weh, aber warum freuen wir uns nicht mehr bei einer Beerdigung? Ich meine, der Mensch hat es doch geschafft, oder? Ich meine, es ist doch endlich vorbei, dieses Leid auf der Erde. Und das Nächste ist was? Das Kommen Jesu. Was gibt es Schöneres, als zu wissen, ich sehe Jesus Christus sehr bald. Ich gehe und Jesus kommt. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht lebensmüde, aber es ist doch eine Freude, Jesus zu sehen, oder? Wenn endlich das Leid hier auf dieser Erde vorbei ist. Ich habe meine Oma, Anneliese Schröer, vor ein paar Tagen besucht im Altersheim. Es wurde jetzt transferiert
Und ich habe sie gefragt, wie geht es dir mit dem Tod? Und sie sagte, Daniel, ich bin vorbereitet. Und sie blickt voller Freude auf ihren Tod. Warum? Sie wartet auf Jesus Christus. Im Himmel fließt ein neues Leben durch unseren Körper. Es gibt keinen Tod mehr, keine Kriege, keinen Terror, keine Waffen. Das Böse ist für immer ausgelöscht. Und der Alterungsprozess hört auf. Für einige Zeit hat meine Frau, schon ein bisschen länger her, gesagt, Daniel, du hast graue Haare. Ich dachte so, was? Nee, mit 38 Jahren? Aber das ist der Fakt. Der Tod kommt. Den Tod spüren wir. Und eines Tages müssen wir gehen. Aber Gott sei gelobt, er hat den Tod besiegt. Wir werden eines Tages ewig leben. Ach, und dann gibt es endlich keine Versuchung mehr. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der ist nicht mehr da. Kein Verführer ist mehr da. Wir können nichts Böses mehr tun. Also natürlich, rein theoretisch schon, aber praktisch werden wir es nie machen. Warum? Weil wir wissen, wohin die Sünde führt. Wir sehen das Elend, diese negativen Folgen. Und dann werden wir endlich richtig geliebt werden. Keine Einsamkeit mehr. Nicht mehr dieses Gefühl, wer mag mich denn? Keine Leere mehr, kein Frust, keine Enttäuschung, keine Ablehnung, kein Ärger, kein Wut, kein Zorn, kein Neid, keine Eifersucht mehr. Alles wird perfekt, rein, vollkommen und heilig. Und dann hören wir von überall dieses Lob aus, Offenbarung 5, Vers 12. Kennst du diesen Text? Offenbarung 5, Vers 12. Und da lesen wir diesen Lobpreis Gottes, der erschallen wird. Und da werden Millionen Engel dieses Loblied einstimmen. Offenbarung 5, Vers 12. Das wird unser Lied im Himmel sein. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Wir, du und ich, wir kommen zusammen und wir rennen voller Freude zum Thron Gottes. Wir preisen Gott. Das wird eine Musik sein, die ein Mensch noch nie gehört hat, vielleicht außer in Visionen. Im Psalm 87, Vers 7 heißt es, alle tanzen vor Freude und singen. Es gibt also auch einen biblischen Tanz, oder? Einen heiligen Tanz, sowas gibt es auch. Wir werden tanzen auf der neuen Erde. Und dann Jesaja 24, Vers 14. Alle, die es überlebt haben, jubeln vor Freude und besingen die Hoheit des Herrn. Jesaja 51, Vers 3. Freude und Jubel werden dort erscheinen, man wird dem Herrn Danklieder singen. Warum? Der uns kennt, der uns erschafft hat, der uns am meisten liebt. Diese Liebe spüren wir, die nehmen wir wahr. Und als Antwort danken wir und wir rennen in unseren Hafen zu Jesus Christus und wir loben und preisen ihn eine ganze Ewigkeit. Ja, und was machen wir in der Ewigkeit im Himmel, außer Gott loben? Manchmal sagen mir junge Menschen, Daniel, weißt du, ich will eigentlich gar nicht auf die neue Erde. Also irgendwie, wenn es dort vielleicht dieses oder jenes nicht gibt oder dieser Mensch nicht da ist, wird es nicht langweilig auf der neuen Erde? Also die ganze Zeit auf einer Wolke zu sitzen und mit einer Harfe zu spielen. Was erwartet uns auf der neuen Erde? Extrem viel, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Was machen wir dort? Jesaja 65, Vers 21 und 22. Womit füllen wir unseren Alltag? Jesaja 65, Vers 21 und 22. Jesaja 65, Vers 21, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit ein anderer es isst. Denn gleich dem Alter der Bäume wird auch das Alter meines Volkes sein. Was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Obwohl wir im neuen Jerusalem leben werden, werden wir auch, so sagen es der Geisterweissagung, Country Living betreiben, also auch ein Haus haben außerhalb der Stadt. Jeder von uns, du und ich, haben dann so ein besonderes Haus. Und ich frage mich, wie wird dein Haus auf der neuen Erde aussehen? Nach dem Buckingham Palace ist das zweiteuerste Haus der Welt aktuell das Antilla House in Indien, in Mumbai. Schon mal davon gehört? Könnt ihr googeln? Ja? Das Antilla House hat aktuell einen Wert von ungefähr 2 Milliarden US-Dollar. Es hat eine Wohnfläche von knapp 37.000 Quadratmetern, 27 Stockwerke, eine Höhe von 173 Metern. Und da wohnen nicht so viele Menschen. Eine Familie. Ja, mit ein paar Angestellten. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Und
Der Besitzer hat ein geschätztes Vermögen von 82 Milliarden US-Dollar. Das ist Ambani, einer der reichsten Menschen der Welt. Und die Baukosten von diesem Antilla-Haus lagen bei ungefähr 50 bis 70 Millionen US-Dollar. Hat er wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlt, mal so gerade nebenbei. Was ist das für ein Haus? Könnt ihr euch mal anschauen, ja, im Internet. Unglaublich. Aber meine Lieben, ich glaube, im Vergleich zu dem, was uns auf der neuen Erde erwartet, ist das nichts. Denn Jesus Christus, ihm gehört doch alles, oder? Er besitzt alles. Alles Gold, alles Geld der Welt. Ellen White hat diese Häuser gesehen außerhalb der Stadt und sie beschreibt das so, das waren herrliche Gebäude, die sahen aus wie Silber, die waren von 4 Säulen gestützt und mit Perlen geschmückt. Und wie ist das dann mit der Arbeit auf der neuen Erde? Müssen wir da morgens aufstehen und uns quälen, weil der Wecker klingelt und wir denken wieder, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Und dann irgendwann freue ich mich auf den Feierabend, lege die Füße hoch, lese noch ein bisschen ein Buch und dann muss ich wieder schlafen gehen. Wie ist der Tagesablauf auf der neuen Erde im Himmel? Werden wir noch arbeiten, ja oder nein? Wird die Arbeit Spaß machen auf der neuen Erde? Absolut. Das wird eine ganz andere Arbeit sein wie hier auf der Erde. Ellen White hat das so beschrieben, sie sagt, unsere Aufgabe wird sein, wie Adam und Eva zu leben. Was war ihre Aufgabe? Richtig, sie haben die Erde bewahrt, sie haben sie bebaut. Sie haben nicht in irgendwelchen Büros, ja, gearbeitet, nicht vor irgendwelchen Bildschirmen, irgendwelche E-Mails verschickt oder an irgendwelchen Fließbändern gearbeitet. Nein, sie haben in der Natur Gottes gelebt. Das war ihr Ort in der Schöpfung. Und dann werden wir ein Leben führen, Ackerbau, Landwirtschaft, aber es wird Spaß und Freude machen. Spannend ist, wenn wir dann dort arbeiten, hat das Ellen White so beschrieben, ein herrliches Licht wird um unsere Köpfe leuchten und wir werden Gott loben und preisen, während wir arbeiten. Wir haben dann unseren eigenen Garten und können unsere eigenen Früchte ernten. Also es ist natürlich schon genial, wenn man hier einen Garten hat. Hast du einen hier? Schon mal probiert so ein bisschen? Es macht wirklich Spaß. Wir haben jetzt mal zum allerersten Mal so ein bisschen Erdbeeren eingepflanzt. Unsere Kinder gucken immer schon, kann man die schon essen? Sind noch grün, warte noch nicht groß genug. Und irgendwann dann, das ist was Wunderbares, was Eigenes zu ernten. Aber dann im Himmel wird das wohl sein, wenn wir zum allerersten Mal eine Orange sehen. Ich habe in Mittelamerika gewohnt, in Nicaragua, habe da meinen Zivildienst gemacht. Und ich habe da mal so eine Orange genommen von einem Baum, ungespritzt, also eine Originalfrucht, ja, genial. Aber wie groß wird wohl eine Orange sein im Himmel? Auch so mickrig, degeneriert wie hier? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann die Größe von einem Fußball hat. Und vielleicht wird es eine ganze Familie, ja, kann sich davon einfach erfreuen während einer Mahlzeit. Und dann eine Banane, auch diese kleinen Dinger, wahrscheinlich ganz andere Dimensionen, oder? Vielleicht wird eine Familie sich davon einen ganzen Tag ernähren können, von so einer Banane. Wie wird die wohl erst schmecken? Das wird eine Freude sein, meine Lieben. Und dann werden wir über den Charakter Gottes nachdenken. Wir werden seine Liebe verstehen. Aber eigentlich niemals verstehen. Eine ganze Ewigkeit werden wir uns fragen, warum ist Jesus für uns gestorben? Wieso hat er das getan? Warum sind wir so viel wert? Und als Antwort werden wir ihn loben, werden wir ihn preisen. Der Himmel ist eine Schule. Gott wird unser Lehrer sein. Alle unsere Fähigkeiten werden zunehmen. Wir haben unbegrenzte Entfaltungsmöglichkeiten. Und alle unsere Fragen werden beantwortet werden, die wir auf dieser Erde hatten. Wie ist das mit der Natur im Himmel? Auch diese wird unbeschreiblich schön sein, grandios. Es wird kein Meer mehr geben. Die Ströme werden hell sein wie Kristall. Wunderschöne Felder mit allen Arten von Blumen, die niemals mehr verwelken. Das Gras wird silbern und golden schimmern. Die Wälder werden hell und wunderschön sein. Bäume werden gerade und hochgewachsen sein. Es wird keine Nacht mehr geben, denn das Licht der Sonne brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Die Sonne ist noch da, aber wer ist unser Licht? Gott, beziehungsweise Jesus Christus. Und dann erst die Tiere. In allen Farben, Formen und Größen kommen sie vor. Jesaja 11, die Verse 6 bis 8. Jesaja 11, dort haben wir auch einen Hinweis auf diese neue Erde, auf den Himmel. Jesaja 11, die Verse 6 bis 8. Jesaja 11, Vers 6 bis 8. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Der Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein
und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an einem Loch der Viper und das erwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Löwen, die Vegetarier sind, gibt es sowas? Habt ihr schon mal gehört von Little Tyke? Diese Löwin ging als vegetarische Löwin in die Geschichtsbücher ein. Sie erlangte Berühmtheit, als sie bei einer Fernsehshow so ein ganz kleines, ich glaube, das war vier Tage alt, so ein kleines Küken, ja, durch ihren Mund laufen ließ. Und die waren so Freunde, die beiden, ja, die Löwin und das kleine Küken. Und diese Löwin war tatsächlich Vegetarierin. Sie hat jegliche Art von Fleisch abgestoßen. Hat sie einfach nicht zu sich genommen. Wovon hat sie gelebt? Von Getreide, Milch und Eier. Ja, vegan war sie noch nicht ganz, aber schon mal vegetarisch, oder? Das ist doch gut. Und die Little Tyke hat selbst Blut nicht zu sich genommen. Da hat man ihr Milch gegeben und einen Tropfen Blut hineingetaucht und sie hat das nicht angenommen. Es war schon so ein Vorgeschmack auf den Himmel, oder? Könnt ihr mal googeln, Little Tyke. Stell dir vor, wie es mal sein wird, mit so einem Bären, ja, zu spielen, ihn mal so richtig zu drücken. Oder mit einem Adler, um die Wette zu fliegen. Wie wird das wohl sein? Im Wasser, ohne Tauchgeräte, ohne Taucherbrille und ja, all das, was ich da brauche, einfach mit den Walen zu spielen, mit den großen Tieren. Wie wird das wohl sein, wenn ich einen Löwen endlich als Haustier haben kann, ohne Angst zu haben, aufgefressen zu werden? Aber es gibt ja heute Leute auch, die haben so ganz kuriose Haustiere. Kennt ihr die Eventgemeinde Heilbronn? Ist jemand aus Heilbronn hier? Ja, eine Person, ihr kennt das wahrscheinlich um die Ecke, ne? So ein Hotel. Und ist das ein Leopard oder Gepard, den da jemand hat? Im Hotel, der läuft da im Garten rum. Und hat immer sich gedacht, ich habe einfach so ein Haustier jetzt. Es macht mir Spaß. Für das Tier ist es nicht so schön. Und auch die Betreiber. Es ist immer so eine gewisse Art von Respekt, den ich dem Tier auch geben muss, damit es nicht zu gefährlichen, brenzligen Situationen kommt. Aber dann endlich können wir diese Tiere als Haustiere haben. Ich kann mich daran erinnern, meine Frau und ich, wir haben so einen Vorgeschmack auf die neue Erde mal erlebt. Wir waren in Palau. Schon mal von gehört? Palau ist in der Südsee. Für mich einer der schönsten Orte der Welt zwischen Philippinen und Hawaii. Wir haben dort unseren Tauchschein gemacht. Wir sind da mit Haien getaucht, hatten so ein mulmiges Gefühl. Man sagte uns, die Haie sind Vegetarier. Wir sind dann reingesprungen und das waren dann so kleine, ne? Haie, nicht die Tigerhaie. Und dann irgendwann ist meine Frau so ein bisschen weggedriftet und hat so eine große Schildkröte gesehen. Und dann hat sie diese Schildkröte genommen und einmal kurz angepackt und die Schildkröte hat sie dann unter Wasser gezogen. Und dieses Bild werde ich nie vergessen, wie meine Frau dort von der Schildkröte so ganz langsam und sanft, ja, unter Wasser gezogen wird. Das waren Momente und in diesen riesigen Fischschwärmen, ja, wenn man nicht mehr weiß, wo bin ich eigentlich, vor mir, hinter mir, unter mir, über mir sind Fischschwärme, grandios. Und dann kommt da so ein Hai rein und guckt dich so an und denkst, super, auf der neuen Erde werden wir das erleben. Aber ohne dieses... Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Kommen wir von den Tieren zu den Menschen. Wie wird unsere Gemeinschaft untereinander sein? Wir werden Millionen neue Freunde sein. Gemeinsam werden wir dann von Welt zu Welt reisen. Wie groß ist eigentlich das Universum? Habt ihr da eine Vorstellung? Es gibt ungefähr 2 Billionen Galaxien. Ziemlich viel, oder? Eine Galaxie, zum Beispiel unsere Milchstraße, hat zwischen 100 bis 400 Milliarden Sterne. Und nochmal das Bild von den Sandkörnern, oder? Da ist extrem viel los im Universum und das meiste, glaube ich, kennen wir noch gar nicht. Und wollen wir dann mal gemeinsam reisen zum nächsten Stern? Wie weit ist der entfernt? 4 Lichtjahre. Also das heißt, wir müssen schon ein bisschen schneller fliegen können. Also Lichtgeschwindigkeit, 4 Jahre fliegen bis zum nächsten Stern. Wahrscheinlich werden wir noch schneller unterwegs sein können. 4 Lichtjahre ist der nächste Stern entfernt. Einmal quer durch die Milchstraße, 100.000 Lichtjahre. Einmal quer durch das bekannte Universum, 40 Milliarden Lichtjahre. Durch das bekannte Universum. Was wartet da auf uns? Wie wäre es da, wenn wir da mal ein Verstecken spielen würden? Unglaublich, oder? Und dann können wir die nicht gefallenen Welten entdecken. Also Ellen White hat ja Henoch gesehen, der ist gerade wo? Im Himmel. Und da gab es so ein System oder so einen Planeten, der hatte 7 Monde. Und dort war Henoch und hatte diesen Planeten besucht. Im Himmel werden wir auch die Menschen sehen, die wir zu Jesus Christus geführt haben. Das wird auch ein gewaltiger Moment sein, oder?
Vielleicht warst du mal auf einer Corona-Demo unterwegs, und nicht um zu demonstrieren, sondern um ein gutes Buch weiterzugeben, vom Schatten zum Licht. Und die Menschen waren dafür offen, haben es dir aus der Hand geschnappt und dann im Himmel tippt dich jemand auf, du drehst dich um und fragst, kennen wir uns? Dann sagt die Person, vielleicht kannst du dich nicht mal an mich erinnern, aber ich an dich. Damals hast du mir dieses Buch gegeben, vom Schatten zum Licht, und ich habe es gelesen, ich habe es studiert. Es hat mein Leben für immer verändert. Danke, dass ich heute hier sein kann, weil du mir damals dieses Buch gegeben hast. Und vielleicht wird dein Nachbar da sein und du fragst dich, hä, du hier? Ich habe immer gedacht, naja, du hast ja so ganz anders gelebt, wie du so mit deinen Kindern umgegangen bist. Du warst ja so gar nicht so an Gott interessiert. Wie kommt es, dass du heute hier bist? Dann sagt der Nachbar zu dir, weißt du, ich habe dich immer beobachtet, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist. Und an dem Samstag hast du dich immer so schön angezogen und du warst dann im Gottesdienst. Und du weißt noch, eines Tages war ich krank und hast dich immer kurz besucht, mir was einfach paar schöne Worte aus deinem Wort, aus der Bibel vorgelesen, für mich gebetet und dann bist du umgezogen. Und dann sagt der Nachbar zu dir, damals hat er so einen Eindruck für mich gemacht, dass du mich einfach geliebt hast. Du warst so ein Vorbild für mich. Deswegen habe ich Jesus gefunden, weil ich in dir Jesus entdeckt habe. Meine Lieben, jeder von uns, schreibt der Geist der Weissagung, wird mindestens einen Menschen mit auf die neue Erde nehmen. Durch Gottes Kraft in uns, nicht durch eigene Anstrengung. Und wir alle werden diesen Menschen sehen, vielleicht sogar noch viel mehr Menschen, die durch die Kraft Gottes Jesus Christus gefunden haben. Ja, und dann werde ich auch meinen Engel sehen. Der ist ja gerade hier, neben mir. Dein Engel ist ja auch gerade da. Musst du deinen Engel in deinem Leben schon mal eingreifen? Einmal? Mehrmals? Bei mir war es auch mal der Fall. Ich bin bei den Alpen, ja, abgestürzt. War ein kleiner Abhang, aber gefährlich. Und ich war in der Luft. Ihr kennt das vor dem Unfall. Es ist gefühlt eine Ewigkeit. Und ich wusste, ich werde gleich mit dem Kopf aufkommen auf den Boden. Und dann irgendwann hat sich etwas gedreht. Vielleicht jemand anders hat mich gedreht in der Luft und ich bin dann auf meinem Becken gelandet. Ich dachte, es wäre durch, es wäre gebrochen, aber es hat zwar geknallt, es hat gekracht, aber da war nichts. Ich konnte den Abstieg, ich konnte dann weiter von dem Schweizer Berg herunter. Und ich fragte meinen Engel, wie hast du damals eingegriffen? Wie hast du das gemacht? Was hast du damals getan? Wir werden alle unseren persönlichen Engel sehen. Es wird ein gewaltiger Moment sein, oder? Und dann Matthäus 8, Vers 11. Wir werden noch andere Menschen treffen. Matthäus 8, Vers 11. Wollen wir diesen Text mal lesen? Matthäus 8, Vers 11. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten, vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Wen werden wir im Himmel sehen? Auch die Glaubenshelden. Mose, Daniel, Paulus. Ich stelle mir das dann so vor, eines Tages bin ich auf den goldenen Straßen unterwegs und ich genieße einfach den Tag. Ich genieße den Moment und ich freue mich, ich bin glücklich. Und dann sehe ich so einen Mann, ein bisschen größer, vielleicht hat er so einen Bart, auf mich zukommen und ich frage ihn, wie heißt du? Und er sagt, Mose. Und ich frage ihn dann, du weißt du, ich suche den Mose aus der Bibel. Weißt du, wo der zufällig zu finden ist? Ich würde den gerne mal interviewen, ich würde gerne mit dem mal treffen. Ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten. Und er sagt dieser Mose zu ihm, weißt du, ich bin dieser Mose. Ich sage, was, du bist der Mose aus der Bibel? Du hast die ersten 5 Bücher Mose geschrieben? Er sagt, ja, das habe ich. Und dann frage ich ihn, hattest du damals Angst, als du vor diesem riesigen Meer warst, hinter dir die Ägypter und dein eigenes Volk hat sich gegen dich aufgelehnt? Wie war das für dich damals? Worauf hast du vertraut? Und er sagt, Daniel, ich habe die Panik in mir gespürt. Ich hatte Todesängste, aber ich habe nicht auf meine Gefühle mich verlassen, sondern auf Jesus Christus. Ich habe ihn angerufen. Und dann frage ich Mose, wie er die 10 Gebote erhalten hat. Wie er diese Momente mit erlebt hat dort. Eines anderen Tages, da sehe ich vielleicht Daniel, den Daniel aus der Bibel. Ich sage, hey, ich bin auch Daniel, wir sind Namensvetter. Dann sagt der Daniel, du, erzähl mal deine Geschichte. Und dann fange ich an zu berichten und dann frage ich Daniel, wie war das denn bei dir in der Löwengrube? Wie war dieser Moment, als du heruntergelassen wurdest oder heruntergeworfen wurdest? Warum hast du gebetet bei dem offenen Fenster? Warum hast du das Fenster nicht einfach zugemacht? Und dann eines Tages werde ich wahrscheinlich Paulus begegnen und er wird mich fragen, du Daniel, wie war denn deine Geschichte? Vielleicht gehöre ich ja zur letzten Generation, ich weiß es nicht. Und dann wird Paulus mich fragen, wie waren diese letzten Momente damals auf dem Josua Bewegcamp 2023, wo sich Menschen entschieden haben,
Erzähl mir mal die Geschichte von der Person, die nach vorne kam und eine Taufentscheidung getroffen hat und dann zurückgegangen ist nach Hause, einen Hauskreis gestartet hat, eine Gemeinde gegründet hat. Erzähl mir mal diese Story von dieser Frau. Meine Lieben, wir alle haben Geschichten zu erzählen und können Geschichten hören. Das werden gewaltige Momente sein in der Ewigkeit mit den Glaubenshelden. Wenn du an den Himmel denkst, worauf freust du dich am meisten? Auf das Essen. Auf das Essen? Klar, auf Jesus Christus. Wie wird es sein, wenn du und ich, wenn wir Jesus Christus zum allerersten Mal sehen werden? Ich stelle mir das so vor, Jesaja 66, Vers 23, und das ist jetzt hier die Vorstellung von einem Prediger, Jesaja 66, Vers 23, an jedem Sabbat wird sich alles Fleisch einfinden, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Wir, du und ich stehen dann vielleicht vor dem Thron Gottes und da sind unglaublich viele Menschen, also so viel, wir können das gar nicht fassen. Und wir sitzen vielleicht irgendwo ziemlich weit hinten. Und dann sehen wir dort, wie Gott, der Vater, Jesus Christus, seinen Sohn vorstellt und wie Gott über seine Liebe redet, wie er uns erwartet hat, wie sehnsüchtig er auf diesen Moment gewartet hat, dass wir endlich bei ihm sind. Und dann wird Jesus anfangen zu predigen und uns alles berichten, alles erzählen. Und in diesem Moment sind wir so gepackt von der Liebe Gottes. Wir sind so voller Freude. Jede Phase unseres Lebens ist mit Liebe erfüllt, dass wir die glücklichsten Menschen im Universum sind, du und ich. Dann am Ende stehen wir auf, wir loben und preisen Gott, wir fallen vor ihm nieder. Und Jesus steht dann so, wie das manchmal der Fall ist, wenn der Prediger predigt, am Ende, am Ausgang, an der Tür oder wo auch immer, ja, einfach dort, am Ort, wo alle ihm die Hand schütteln können. Und du und ich, wir gehen dann vorbei, dann stelle ich mir das so vor, dann wird dann vielleicht Jesus meine Hand schütteln und mir sagen, du Daniel, ich würde ein wenig gerne mit dir jetzt Zeit verbringen. Ich sage, Jesus, schau mal, die Schlange hinter mir, die ist ziemlich lang. Die Menschen wollen auch alle deine Hand schütteln. Und sagt Jesus zu mir, weißt du, hier gibt es keine Eifersucht, kein Neid. Die haben dafür alle Verständnis. Wir sind doch in der Ewigkeit. Wir haben doch die Zeit der Welt. Komm, wir beide, du und ich, wir fliegen jetzt. Ich habe für dich in einem riesigen Universum einen Planeten für dich erschaffen. Ich denke, was für mich? Jesus, warum? Ja, komm mal mit. Und dann fliegen wir beide, Jesus und ich, durch das Universum. Wir landen auf einem kleinen Planeten. Und Jesus sagt mir dann, schau mal Daniel, hier möchte ich mit dir gerne mal hingehen auf diesem Berg. Ich weiß, du liebst Berge. Und dahinter ist ein riesiger See. Schau, der Wasserfall geht darunter. Ich habe den Engeln gesagt, dass sie dort eine Wiese mit saftigen Blumen hinstellen sollen. Schau, das sind deine Lieblingstiere. Und dann stehe ich da vor so einem großen Baum. Und Jesus sagt, weißt du, ich kenne deinen Geschmack. Du liebst Mangos. Ich sage, ja, Jesus, aber warum? Warum dieser Planet? Warum diese Berge? Warum dieser Mangobaum? Und Jesus sagt, probier doch einfach mal. Und ich nehme diese Mangofrucht, ich beiß rein und ich sage, Jesus, warum? Und dann schaut mir Jesus in die Augen und sagt, Daniel, kann ich noch irgendetwas für dich tun, um dich noch glücklicher zu machen? Ich sage dann zu Jesus, weißt du, ich brauche diesen Planeten nicht. Ich brauche diese Berge nicht. Auch nicht diesen Mangobaum. Ich brauche nur dich, Herr Jesus Christus. Und ich falle nieder und ich bete ihn an und ich sage, heilig, heilig, heilig bist du. Und ich umarme ihn. Ich will ihn am liebsten nie wieder loslassen. Ich sage, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich persönlich gestorben bist. Wer bin ich, dass du dein Leben gelassen hast? Danke. Danke, Jesus. Meine Lieben, wir alle werden Jesus persönlich begegnen. Wir alle werden unendlich viel Zeit mit Jesus verbringen, weil wir doch in der Ewigkeit sind. Wir alle werden diese Momente erleben, diese Freude, dieses tiefe Glück. Und das Schönste ist, es wird nie wieder aufhören. Es wird immer bleiben. Jesus an unserer Seite. Wer möchte das gerne erleben? Wer möchte gerne auf der neuen Erde sein? Wir alle, oder? Was für eine Frage. In der Bibel lesen wir, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und ja, wir sind es. Du und ich, wir sind Kinder Gottes, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Wenn wir Ja zu ihm gesagt haben, wenn wir mit ihm leben, wenn wir alle unsere Sünden zu ihm bringen, immer wieder, dann sind wir und wir bleiben seine Kinder.
Du wirst auf der neuen Erde sein, wenn du die Hand Jesu niemals loslassen wirst. Aber wie ist das mit den Menschen um dich herum? Deine Familie, werden die auf der neuen Erde sein? Deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Studienkollegen, werden die eines Tages auf der neuen Erde sein? Hey, was für eine Tragödie, wenn nur ein Mensch hier aus diesem Raum nicht auf der neuen Erde sein wird. Wenn dieser die Ewigkeit verpassen würde. Wenn ein Mensch aus seinem Umfeld, Familie, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Studienkollegen, wenn eine Person diese Ewigkeit verpassen würde. Du bist heute nicht zufällig hier auf dem Josua-Bewegt-Camp gelandet. Das ist kein Unfall. Es ist nicht einfach so passiert, dass du jetzt hier sitzt. Gott hat einen Plan mit dir. Er möchte dich gerne gebrauchen als Zeuge. Jesus Christus wird bald kommen. Und er wird sein Volk mitnehmen. Und er möchte so sehr, dass sein Volk größer wird, dass es wächst, dass der Himmel voll wird mit Menschen aus Baden-Württemberg, aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt. Jesus möchte so viele Menschen wie möglich erretten. Und dafür möchte er gerne dich gebrauchen. Willst du dich als Zeuge Gottes, als Missionar von Gott gebrauchen lassen? Ist es dein Wunsch, als Zeuge in die Welt hinauszugehen? Du musst vielleicht nicht unbedingt in das 10-40-Fenster gehen, auch da ist es super wichtig, aber vielleicht fängt deine Welt zu Hause an. Sobald du aus deinem Schlafzimmer gehst, hast du das Missionsfeld vor dir, vielleicht sogar schon in deinem Schlafzimmer. Da kannst du starten, anfangen, beten für die Menschen, ein Vorbild sein, einen Hauskreis starten, Menschen die Bibel studieren, Menschen in die Gemeinde einladen, Bücher verteilen, Links weitergeben von Vorträgen. Einfach die Menschen lieben, sie umarmen, für sie da sein. Meine Lieben, das Josua-Bewegt-Camp ist hier und jetzt zu Ende. Was wäre das Josua-Bewegt-Camp ohne eine Entscheidung? Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen würden, einen Menschen für Jesus Christus zu gewinnen bis zum nächsten Josua-Bewegt-Camp? Wäre das nicht eine gute Entscheidung? Ich weiß, wir können das nicht, du und ich. Unmöglich. Wer sind wir denn? Aber kann der Heilige Geist das in uns? Ist es möglich, Menschen für Jesus zu gewinnen, heute, hier und jetzt? Absolut. Wie? Indem wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden, indem wir seine Zeugen sind, indem wir eine aktive Beziehung zu Jesus Christus haben und indem wir uns für Jesus entscheiden. Denn all das fängt mit einer Entscheidung an. Ich möchte dich heute aufrufen, wenn du sagst, ich möchte gerne einen Menschen für Jesus gewinnen, bis zum nächsten Josua-Bewegt-Camp. Das wird in 1, 2, 3 Jahren vielleicht sein, wir wissen nicht wann, aber du kannst diese Entscheidung heute treffen. Ich möchte gerne einen Menschen für Jesus gewinnen, einen Menschen begleiten in das Reich Gottes, einen Menschen zu Jesus führen, für eine Person gezielt beten. Wenn das dein Wunsch ist, lade ich dich ein, da wo du bist, jetzt aufzustehen. Gewinne einen Menschen für Jesus. Ich glaube, Gottes Herz jubelt gerade. Er freut sich. Und er möchte dich gerne machtvoll ausstatten mit dem Heiligen Geist. Damit du dieses Ziel, einem Menschen, vielleicht sogar noch mehr Menschen, damit du dieses Ziel erreichen kannst. Und es ist möglich. Ja, heute funktioniert auch Mission. Aber es geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Herr Jesus Christus, wir haben uns heute entschieden, jeder von uns, einen Menschen für dich zu gewinnen. Wir sind sündige, schwache Menschen und so oft enttäuschen wir dich und sind schlechte Vorbilder und sind manchmal vielleicht eher ein Fluch als ein Segen für Menschen. Das müssen wir bekennen, weil wir oft egoistisch sind und dich aus den Augen verlieren in der Hektik des Alltags. Wir möchten dich da erstmal um Vergebung bitten. Herr, danke, Jesus, dass du uns reinigst von aller Sünde und dass wir neue Menschen in dir sind. Danke, dass du für uns gestorben bist und dass wir deswegen deine Kinder sind und im Himmel sein werden. Herr, wir möchten dich bitten so sehr, dass du deine Verheißung aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 erfüllst. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Heiliger Geist, wir bitten dich, wir flehen dich an, dass du diese Verheißung erfüllst.
Und wir möchten dir danken dafür, dass du unser Gebet schon beantwortet hast, weil es dein Wille ist. Herr, danke, dass wir das erleben können, wie wir einen Menschen begleiten können in die Ewigkeit. Danke, dass du uns ausstatten wirst, zurüsten wirst, dass du uns motivieren wirst, uns die Gaben und Fähigkeiten geben wirst, die Liebe, das Feingefühl und auch den Erfolg schenken wirst. Danke, Herr Jesus. Im Namen Jesu.